Hi und herzlich willkommen zu meinem Selbstversuch 30 Tage vegetarisch. Ich bin Johannes und ich esse gerne Fleisch. Ich weiß natürlich, dass das aus gesundheitlichen, globalen, ethischen und vielen weiteren Gründen nicht die vernünftigste Entscheidung ist. Darum möchte ich in Zukunft meinen Fleischkonsum bewusster gestalten und reduzieren. In diesem Video möchte ich keine Diskussion lostreten, warum oder wie man sich ernähren sollte, sondern lediglich testen, wie sich das auf meinen Körper auswirkt, wenn ich mich nun 30 Tage vegetarisch ernähre. Was meine ich denn mit vegetarisch? Wenn ihr ein paar Vegetarier fragt, was sie als vegetarisch definieren, werdet ihr sicher verschiedene Antworten bekommen. Ich würde für meinen Selbstversuch nun vegetarisch so definieren, dass ich auf Fleisch, Wurst und Fisch verzichten möchte. Warum 30 Tage vegetarisch? Wenn man sich ein wenig mit der Ernährungsumstellung befasst, wird in vielen Fällen beschrieben, dass es ungefähr 10 bis 14 Tage dauert, bis das überhaupt Auswirkungen auf den eigenen Körper hat. Damit ich darüber hinaus auch noch ein wenig testen und dokumentieren kann, dachte ich mir, dass 30 Tage ein guter Zeitrahmen wären. Ich glaube, ich habe mir für mein Selbstexperiment auch einen sehr dankbaren Zeitraum ausgesucht. Ich sitze gerade im Homeoffice, ich kann mir jeden Tag mein Essen selber zubereiten, ich kann jeden Tag frisch kochen. Die Restaurants haben dank dem Lockdown sowieso geschlossen und in den nächsten 30 Tagen liegen weder Feiertage noch Urlaube an. Die optimalen Grundvoraussetzungen, um dieses Selbstexperiment zu starten. In diesen 30 Tagen möchte ich auf jeden Fall mein Körpergewicht und meine Körpermaße im Auge behalten und sehen, wie sich das Ganze auf meine Fitness auswirkt. Außerdem werde ich ein Tagebuch führen, in dem ich notiere, wie leicht es mir fällt, Rezepte zu finden, einkaufen zu gehen, zu kochen und wie es um mein allgemeines Wohlbefinden steht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstelle, aber ich möchte am Schluss auch Preise vergleichen. Ich möchte wissen, ob vegetarische Ernährung günstiger oder teurer ist. Ich werde auch das Tagebuch noch ein bis zwei Wochen über das Experiment hinaus weiterführen, damit ich einen direkten Vergleich zu meiner ursprünglichen Ernährung bekomme. Heute ist Tag 1 meines Experiments. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Los geht's! So meine Lieben, die erste Woche ist vorbei, ich habe mich jetzt eine Woche vegetarisch ernährt, was mir ehrlich gesagt viel leichter gefallen ist, als ich vermutet hätte. Körperlich hat sich noch nicht viel getan, das Bauchgefühl ist noch das gleiche. Aber ich habe bereits die ersten beiden Erkenntnisse, die ich jetzt direkt mit euch teilen möchte. Frühstück. Vegetarisch zu frühstücken fällt mir wirklich leicht, denn ich habe festgestellt, dass ich sowieso schon den größten Teil der Woche vegetarisch frühstücke. Normalerweise esse ich unter der Woche nämlich Müsli. Klingt jetzt vielleicht gesünder als es ist. Normalerweise kippe ich erstmal Schokomüsli in die Schüssel, ein paar Cornflakes dazu, um das Ganze anzureichern, noch ein paar Haferflocken, damit was Fruchtiges dabei ist, noch ein paar Rosinen, manchmal ein Apfel oder eine Banane. Schmeckt wirklich lecker und damit ist eigentlich schon ein Drittel meiner Ernährung vegetarisch. Verpackung. Nach einer Woche merke ich jetzt schon, dass ich deutlich weniger Verpackungsmüll habe. Macht ja auch Sinn. Fleisch, Wurst, Fisch wird alles in Plastik verpackt und kommt dann oft noch in einen Karton. Selbst frisch vom Metzger wird die Ware erst in Plastikfolie eingewickelt und kommt dann noch in die Tüte. Wenn ich jetzt stattdessen frisches Obst und Gemüse kaufe, lege ich das normalerweise lose aufs Band, lasse das direkt an der Kasse wiegen, packe das dann in meinen Rucksack und habe eigentlich gar keine Verpackung. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Biomüll, klar, ich muss manche Sachen schälen, entkernen, ein paar Stellen wegschneiden, aber ich merke schon nach der ersten Woche, dass insgesamt deutlich weniger Müll anfällt. Willkommen zurück! Die zweite Woche ist jetzt vorbei, seit gut 14 Tagen ernähre ich mich jetzt vegetarisch und es fühlt sich gut an. Die Mahlzeiten wirken an sich etwas leichter und gesünder und ich glaube, ich esse auch kleinere Portionen als vorher. Das macht sich mittlerweile auch körperlich bemerkbar. Ich merke seit dem ersten Tag meines Selbstexperiments, dass mein Gewicht, wenn auch nicht stark, aber dennoch kontinuierlich nach unten geht. Das wäre natürlich ein super netter Nebeneffekt, mal sehen, ob das so bleibt. Außerdem habe ich gerade richtig Spaß daran, neue Gerichte und Rezepte auszuprobieren. Aktuell plane ich etwa zwei Tage im Voraus, was ich essen möchte und gehe dadurch auch viel gezielter einkaufen. Und an vegetarischen Rezeptideen mangelt es wirklich nicht. Für den Anfang hatte ich mir ein paar Rezepte aus dem Internet herausgesucht bei den üblichen Verdächtigen wie chefkoch.de oder lecker.de. Aber es gibt auch viele Lifestyle- und Fitnessmagazine, die ihre top-vegetarischen Rezepte online stellen und da kann man sich wirklich gut inspirieren lassen und sich ein paar leckere Rezepte raussuchen. Schon vor dem Experiment habe ich regelmäßig die App Captain Cook benutzt, um neue Rezepte zu finden und auszuprobieren. Dort bekommt man täglich drei Rezepte vorgeschlagen, bunt gemischt mit Zutaten und Anleitungen, wie sie zu kochen sind. Man kann sich diese merken und eine Favoritenliste anlegen. Während des Experiments wurde mir noch die App Spring Lane empfohlen. Und was ich bei Spring Lane extrem hilfreich fand, man kann dort direkt nach vegetarischen Rezepten filtern und bekommt eine riesige Auswahl an vegetarischen Rezeptideen vorgeschlagen. Was mir aber bisher am allermeisten geholfen hat,
Seit ich einigen Leuten von meinem Selbstexperiment erzählt habe und ab und zu einen Post dazu geteilt habe, bekomme ich immer wieder von Freunden und Bekannten Tipps und Rezepte zugeschickt zu deren persönlichen vegetarischen Lieblingsgerichten. Zugegeben, manches ist an meinen bescheidenen Kochkünsten gescheitert, aber andere Sachen waren wirklich sehr leicht zuzubereiten und waren super lecker. Daher vielen Dank und liebe Grüße an der Stelle. Ich stelle also fest, es ist wirklich nicht schwer, sich sein eigenes Repertoire an Rezepten zurechtzulegen und sich dann daraus zu bedienen, um vegetarisch, lecker und abwechslungsreich zu kochen. Drei fleischlose Wochen sind jetzt ins Land gezogen und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Dennoch habe ich in den vergangenen Tagen einige Fleisch- und Wurstersatzprodukte getestet, damit ich euch auch darüber etwas berichten kann. Ihr wisst sicher, wovon ich rede. Inzwischen findet man in vielen Supermärkten Produkte wie vegane Burger und Wurst, Veggie-Hackfleisch und Schnitzel und viele mehr. Die meisten dieser Produkte basieren auf Soja. Aber man findet inzwischen auch Alternativen aus Erbsenproteinen, Seitan, auf Milchbasis und so weiter. Schon vor dem Experiment habe ich mich immer wieder an solche Fleischersatzprodukte rangewagt, um zu sehen, wie nah sie an die Konsistenz und den Geschmack von echtem Fleisch kommen. Inzwischen habe ich mich sicher durch den größten Teil der Palette gefuttert. Ich hatte Hack, Schnitzel, Würstchen, diverse Burger, Fischstäbchen, Gyros, Leberwurst, Chicken Nuggets, Cordon Bleu, Hähnchengeschnetzeltes und so weiter als Veggie-Variante. Was die Konsistenz angeht, sind die meisten dieser Produkte wirklich gut, aber geschmacklich fallen für mich 80-90% durch. Für mich hat das nichts mit Fleisch zu tun oder entwickelt nach wenigen Bissen einen eigenen Nachgeschmack. Gerade die Produkte auf Sojabasis schmeckten auf Dauer penetrant und lagen manchmal schwer im Magen. Geschmacklich fand ich die Produkte aus Erbsenproteinen und auf Milchbasis am besten. Ich erinnere mich sehr konkret an einen Veggie-Schnitzel, auf dem ein Koch wirbt, dass es besser wäre als ein echtes Wiener Schnitzel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, womit er das verglichen hat, aber vermutlich wäre sogar die Verpackung seines Veggie-Schnitzels schmackhafter gewesen, als der Klumpen, den er darin verpackt hat. Aber es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Ich hatte ein leckeres Cordon Bleu auf Milchbasis, ich hatte eine gute Leberwurst und Wurstaufschnitt aus Erbsenproteinen und ich hatte einen fantastischen Veggie-Burger bei einer Fastfood-Kette. Der war schön rauchig, der hatte eine tolle Konsistenz, der schmeckte wirklich wie das Original aus Fleisch. Dieser Burger war für mich die größte Überraschung bei den Fleischersatzprodukten. Insgesamt fand ich aber alle überraschend teuer. Die meisten davon kosteten deutlich mehr als die gleiche Menge des Fleischoriginals und wenn dann noch die wenigsten davon gut schmecken, könnt ihr euch meine Begeisterung dafür sicher gut vorstellen. Themawechsel. Jetzt ist es an der Zeit, über Eiweiß zu sprechen. Fleisch und Fisch sind ja bekanntlich gute Eiweißlieferanten. Nun wurde ich gefragt, wie ich bei meinem vegetarischen Experiment meinen Eiweißbedarf decke. Ehrlich gesagt fällt mir das bei meiner normalen Ernährung schon manchmal schwer. Aber das darf bei so einem vegetarischen Experiment natürlich nicht fehlen. Darum habe ich einiges getestet, mich schlau gemacht und euch einige vegetarische Eiweißquellen zusammengetragen. Am offensichtlichsten sind wohl Eier und Käse. Allein ein Ei der Größe M hat bereits 7 Gramm Eiweiß. Beim Käse gibt es natürlich viele verschiedene Arten. Zum Beispiel der gewöhnliche Käseaufschnitt, Feta oder Mozzarella. Der Spitzenreiter beim Käse ist Parmesan mit bis zu 38 Gramm Eiweiß je 100 Gramm. Dann gibt es natürlich noch weitere Milchprodukte. Milch selbst hat etwa 3 bis 5 Gramm Eiweiß, Joghurt um die 5 und Quark immerhin schon um die 10 Gramm. Auch Haferflocken haben mit 13 Gramm einen überraschend hohen Eiweißanteil. Nicht zu vergessen außerdem Soja, Erdnüsse, Kichererbsen, Eiweißbrot, Kidneybohnen, Nudeln, Linsen, Schokolade und vieles mehr. Durch eine Kombination aus diesen Zutaten kann man seinen Eiweißbedarf also auch vegetarisch ganz einfach decken. Leute, geschafft! 32 Tage habe ich kein Fleisch, kein Fisch und keine Wurst gegessen. Dieses vegetarische Experiment hat mir wirklich Spaß gemacht und gibt mir ein gutes Gefühl. Bevor ich euch eine kleine Auswertung gebe und zu meinem Fazit komme, möchte ich nochmal 2 Wochen in meine ursprüngliche Ernährung zurückwechseln, damit ich das besser miteinander vergleichen kann. Aber ich kann an dieser Stelle schon mal meine Top 5 vegetarischen Lieblingsgerichte und Zutaten mit euch teilen. Zuerst die Gerichte. Platz 5. Der vorhin bereits erwähnte Veggie Burger. Einfach weil der so überraschend nah am Geschmack des Originals war. Platz 4. Falafel Wraps.
Am besten mit Guacamole, Salatgurke, Tomaten und Käse. Platz 3. Tortilla. Wenn sie mir auch optisch vielleicht nicht so gut gelungen ist, lecker war sie auf jeden Fall. Platz 2. Spaghetti Carbonara. Ganz normal zubereiten und einfach nur den Speck weglassen. Platz 1. Paneer Tikka Masala. Einfach beim Inder eures Vertrauens bestellen und genießen. Gegrillter indischer Käse mit gegrillter Paprika, Zwiebeln, Tomaten und Masala Curry. Ein Gedicht. Kommen wir zu den Zutaten. Platz 5. Spinat. Egal ob Blattspinat, Rahmspinat oder Achtung, Gorgonzola-Rahmspinat. Geht generell auch gut in Kombination mit Nudeln und Käse. Platz 4. Avocado. Geht blank aufs Brot oder noch lieber als Guacamole zum Dippen. Platz 3. Oliven. Machen sich nicht nur gut als Öl, sondern auch zum Nudeln, auf Pizza, in Aufläufen, Kartoffelpfannen, Reisgerichten. Ein echter Allrounder. Platz 2. Parmesan. Ist lecker, hat viel Eiweiß, geht gut zum Soßen andicken und gibt einfach oft noch eine gute Note ans Essen. Platz 1. Mango. Einfach so als Joghurt, als Saft oder als Mango-Mozzarella-Salat. Nun sind seit dem Experiment 2 weitere Wochen vergangen. Ein guter Zeitpunkt, um in die Auswertung zu gehen. Wie bereits erwähnt, habe ich tatsächlich über den ganzen Zeitraum hinweg etwas an Gewicht verloren. Gegen Ende des Veggie-Experiments ging es wieder leicht nach oben und nachdem ich zu meiner ursprünglichen Ernährung zurückgekehrt bin, leicht nach unten, bis es sich jetzt einigermaßen stabil eingependelt hat. Ehrlich gesagt werde ich aus der Kurve nicht sehr schlau und könnte auch nicht sagen, ob der Gewichtsverlust an der vegetarischen Ernährung liegt oder an etwas anderem. Erst dachte ich, dass der Gewichtsverlust durch Muskelabbau zustande käme. Meine Angst war, dass ich meinen Eiweißbedarf nicht decken könnte und dadurch an Muskelmasse verlieren würde. Aber ich habe meine Körpermaße gemessen. Und tatsächlich sind Bizeps, Brust und Beinumfang etwa gleich geblieben, während der Bauchumfang etwas zurückging. Scheint also, als hätte ich wirklich Fett abgebaut. Kommen wir nun zum Preisvergleich. Ist vegetarische Ernährung günstiger? Ein klarer Fall von kommt drauf an. Natürlich macht es einen Unterschied, wie man vegetarisch kocht. Manche Gerichte funktionieren immer noch, wenn man einfach das Fleisch weglässt, wie etwa bei Spaghetti Carbonara. Natürlich wird das beim Einkaufen dann billiger, wenn man die Zutat Speck nicht mit einkaufen muss. In vielen Fällen kann man Fleisch auch ersetzen, zum Beispiel mit Käse, frischem Obst, Gemüse und so weiter. Darunter fielen in meinem Experiment wohl die meisten Gerichte. Trotz viel frischem Obst und Gemüse war das aber immer noch etwas günstiger als zuvor. Wenn man auf Dauer zu fertigen Fleischersatzprodukten greift, kommt man sicher teurer weg als bei vergleichbarer Menge an Fleischprodukten. Wenn man essen geht, sich etwas bestellt oder mitnimmt, sind vergleichbare vegetarische Gerichte in der Regel etwas günstiger als die Fleisch- oder Fischvarianten. Bei mir lag der Preisdurchschnitt bei etwa minus 5%. Das bedeutet, ich habe in den 32 vegetarischen Tagen etwa 5% weniger für Lebensmittel ausgegeben als zuvor. Sicherlich kann man auch ausgefallener kochen und mehr Geld für vegetarisches Essen ausgeben. Aber das gilt natürlich auch für nicht-vegetarische Ernährung. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt bin ich positiv überrascht, wie leicht mir dieses Experiment gefallen ist und über all die positiven Aspekte in diesen 32 Tagen. Zum Beispiel hatte ich ja weniger Verpackungsmüll, rund 5% weniger für Lebensmittel ausgegeben und etwa 2 Kilo abgenommen. Es war viel weniger anstrengend als erwartet. Ich hatte keine großen Gelüste, ich habe nicht immer das Gleiche gegessen und ich hatte sogar Spaß daran, neue Gerichte auszuprobieren. Das Ganze hat sich sehr unbeschwert und gesünder angefühlt. Dazu kommen noch die ganzen ethischen, globalen, ökologischen Gründe, die für eine vegetarische Ernährung sprechen. Aber auf die ich hier nicht eingehen wollte, ich wollte ja nur sehen, wie sich das auf meinen Körper auswirkt. Während des Experiments habe ich mich auch mehr mit Ernährung im Allgemeinen beschäftigt. Ich habe ein Buch dazu gelesen und mehrere Artikel, YouTube-Videos und Fernsehbeiträge zu dem Thema verfolgt. Ich merke schon jetzt, wie das in Kombination mit meiner vegetarischen Erfahrung meine Essgewohnheiten beeinflusst und verändert. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht komplett vegetarisch leben. Aber ich möchte weniger Fleisch und Wurst essen, im Verhältnis mehr Fisch auf den Speiseplan packen, bewusster einkaufen und mehr darauf achten, was am Ende auf meinem Teller landet. Ich hatte schon vor dem Experiment immer wieder vegetarische Tage angelegt. Diese will es jetzt sicher öfter geben und vielleicht werden da auch Wochen oder Monate draus. Ich kann wirklich jedem empfehlen, einfach mal ein paar Wochen vegetarisch zu leben und das für euch selbst zu testen. Es gibt so viele Rezepte, Gerichte und Zutaten, dass wirklich für jeden was dabei, das ihm schmeckt und mit dem es nicht so nach Verzicht auf etwas wirkt. Ich kann mich nur wiederholen, es ist viel leichter, als ich gedacht hätte. Was denkt ihr denn dazu? Ich würde mich freuen über eure Erfahrungen, Fragen, Kommentare oder Feedback. Schreibt mir doch einfach was unter das Video. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut!